Ich habe mich heute köstlich amüsiert. Ich habe heute wirklich richtig. Ja. Heliozentrik geschwor, wer enttäuscht. Ich habe mich heute köstlich amüsiert. Ja, aber bevor es losgeht, lasse ich mir noch ein bisschen Zeit. Ich blende mal hier meinen Desktop-Hintergrund ein. Hier, zack. Ah, stark. So. Und ja. Ja, war gestern? Nee, eigentlich. Ja, heute ist ja schon total verrückt. Aber ich bin tapfer geblieben. Ja, und heute. So, warte mal, ich blende mal den. Heute wollen wir wieder ein bisschen über die flache Erde reden. Ich habe festgestellt, es wären eine jesuitische Lüge. Ja, also es gibt da ganz, ganz viele. Ja, aber was soll's? Ja, ich bin dann ja aus. Ja, so, hier ist ja nach dem Motto zwei Geschlechter. Ja, wollen wir nicht lange rumeiern. Bevor es richtig losgeht, möchte ich ein bisschen Werbung machen hier für mein neues Video. Ja, Mr. I. Ja, hier Black Panther. Ja, das ist wirklich, ja, Grüße aus Erfurt nach Leipzig. Ja, der Stein des Anstoßes, warum ich mich heute wirklich köstlich amüsiert habe. Ja, ich habe wirklich richtig, aber eigentlich ist das, ja, ist nicht lustig. Ja. Aber ich musste trotzdem lachen, ja, ob der Naivität und Kleingeistigkeit mancher Charaktere da draußen. Ja, es ist wirklich beispiellos. Ja, also ich finde auch, ja, finde ich voll krass, ja, finde ich ziemlich heftig schon, ja. Das ist ja super, jetzt haben wir Berlin, Leipzig und Köln. Sie seid ja von überall, das ist ja super. Okay, jedenfalls hat Nature hier geschrieben, GWE hat Toni zerstört. Ja, macht da noch ein Smiley dahin. So, ich habe mal her, ja, und der heißt eine, die Erde. Nee, halt ist falsch. Moment. Ja, 125 Abonnenten. So, ja, also Nummer eins, muss ich mich entschieden entgegenstellen. Maxi, nein. Ja, zack, raus. Ja. Ich habe keine Lust mehr drauf. Wegen ja, mangelndem Interesse, ja, der Allgemeinheit eigentlich ignorieren, aber ja, ich finde, das ist wirklich ziemlich heftig, was hier gemacht wird, ja. Das ist wirklich, ich bin richtig sprachlos, ja. So, und ja, ich lasse mich da auch immer noch sehr, ja, aber ich möchte mich mal mehr in christlichen, wie sagt man, Werten üben, ja, und ja, so, und da stelle ich mir die Frage, also, ja, das ist so ein Ding. Ja, hier 3 Minuten 24 Sekunden. Ja, was anderes fällt mir dazu nicht ein. Ja, dieses Meinungspostulat in Bezug auf Schwachsinn und Mumpitz, ja, nicht, dass mir ja irgendwas, ja, ich mache das sehr spezifisch. Ja, ich bin Flacherde-Vertreter, weil es die Wahrheit ist. Ja, das ist mir ein inneres Bedürfnis. Ja, so. Ja, hat das hier geteilt. Ist wirklich krass, dass. So, und ja, schauen wir uns mal den Begleittext an zu diesem Desinformationsvideo. Ja. Ja, what else? Ja, jetzt wird es hier ein bisschen komisch, ja, mit irgendwelchen Kanälen. Naja, wir konzentrieren uns mal hier drauf, ja, auf diesen, ja.
Ja, ich könnte jetzt was sagen zu diesem Kampfbegriff und ja, und das, ja, und bla bla bla. Ja, ja, also dieser Mensch, ja, der seinen Kanal, ja, das ist ja hier so eine, Marvin, komm noch runter, komm runter. So ein Kanal, ja, der seinen Kanal Gott, ja. Ja, das ist vielleicht deine Meinung, ja. Ja, weißt du, wer das zu entscheiden hat? Vielleicht die Leute da draußen. Das muss jeder für sich selbst rausfinden, ja. Das ist niederträchtig und verkommen, ja. Ja, die du hier in den Raum stellst, mal unterfütterst, ja. Ja, du machst das hier alles öffentlich, ja. So, ja. Du sollst kein falsches Zeugnis ablegen, ja. Ja. Ja, also du kannst dir gerne irgendwelche. Ja, also ich weiß auch, warum du eingefressen bist, ja, weil ich dich mit schöner Regelmäßigkeit aus meinen Chaträumen rausschmeiße, ja. Du bist auch zu feige, ja, auf eine direkte Einladung einzugehen und in meinem Hangout zu kommen, ja. Stattdessen betreibst du Desinformation und Rufmord an meiner Person hier öffentlich, ja. So, und es geht einfach gar nicht. Es geht einfach gar nicht. Ja, du bist einfach raus, ja. Aber in Bezug auf diesen Bullshit, ja, hier ein bisschen was loszuwerden. Ja, was ich mache, was ich tue, wenn du weißt, was du tust, das weiß ich nicht. Nasenhaarenstreamer, Alienjäger, ja, totaler Quatsch, ja. Okay, ja, also du bist komplett raus aus dem Fokus, ja. Also du warst eigentlich nie drin, ja. Du hast nie irgendwie gelernt, dich zu benehmen, ja. Ja, ich könnte jetzt noch weiter hier philosophieren und hast du nicht gesehen, aber nee, das, ja, also ich warne die Leute jetzt vor dir. Ja, ich kenne zwar deinen Kanal nicht und dein komplettes Material, aber dass du dich ja einfach hinstellst und so einen Unsinn über mich verbreitest, ja, das ist nicht christlich. Ist einfach nicht christlich, ja.